letzte Signal der Druidenkampf und jenseits dieses Kamms. Aufschwärmen! Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elendum. Seid willkommen, Freunde der Macht und Freunde des Todesstern, wollte ich sagen, aber des Starkiller-Basis. Starkiller-Basis. So, wir haben hier ein paar Nebenquests. Zerstöre alle von diesen Dingern hier, in diesen Satellitenteilen. Und schieße einige Stormtrooper mit Thermaldetonatoren ab. Also mit den Dingern hier. Mit den Dingern hier, sagte ich. Shui. Na egal. Jedenfalls Shui kann die aktivieren. Thermaldetonatoren und damit einige Leute abschießen. Das sind so kleine Bomben, die sich dann anhaften und ja, da ist noch irgendwas drin versteckt. Ja, für den Flammentruppler hatten wir bis dato noch nicht genug Geld und nicht genug Stats gesammelt. Deshalb müssen wir erstmal ohne zurechtkommen. Na denn, ich würde mal sagen, Tree, setz mal endlich mal deine Thermaldetonatoren ein. Ich weiß nicht, ob das hier geht gerade. Scheinbar geht es nicht. Die laufen geduckt. Ach, die Viecher muss ich auch noch zerstören. Okay, da muss BB-8 her. Dann mal her mit dir. Komm, zack, mach's kaputt. Ach so, der kann's nicht kaputt machen, während er da durchläuft. Das ist natürlich schön. Schön zu wissen. Und ein Drache. Ein Drachenbaby. Wie schalte ich dann das Ding aus? Wie stellst du das vor, Spiel? Ich weiß, ich habe das schon mal gemacht, aber wie soll ich das machen? Ich kann mich da nicht mehr entsinnen. Ich kann mich da nicht erinnern. Ja, ich würde jetzt ungern alle so ausschalten, weil ich habe ja eine Mission mit Thermaldetonatoren. So, Chewie. Chewie, mach mal dein Ding. Ich dachte, Chewie hat die Thermaldetonatoren. Wo waren denn die nochmal? Ja, genau, die. Was? Hä? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach doch, hier. Das sind die Dinger, die ich meine. Genau die Dinger brauche ich. Die muss ich auf Stormtruppler werfen. So, einmal drehen hier. Dann hat sich das da oben auch freigeschaltet. So, dann ist das Giftgas weg. Und kann das mal zerstört werden. 2 von 5. Da müssen wir wohl noch 3 suchen. So. Okay, da können wir nicht durch. Das habe ich gesehen. 3 von 5. Das kriegen wir auch noch hin, hier die Nebenquests. Chewie, du musst mal ziehen. Durch den Sturmtruppler durch. Attacke. Da stand einfach im Weg. Ja. Von mir aus. So, was haben wir hier? Ein Snowspeeder. Okay. Das ist natürlich gut. Und dann hier wieder hoch. Ich sagte hier wieder hoch. Das Spiel backt hier wieder. Und grenzenlos. Ach, da brauche ich die Leia für. Leia Organa oder Prinzessin Leia. Okay, 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 okay.
So finden wir noch mal ein paar Sturmtruppler, die wir mit den Thermal-Detonatoren ausschalten können. Das wäre praktisch. Okay, was hier? Welchen Charakter brauchen wir hier? Hat gerade was angezeigt. Ich vermute Way, aber... Das vermute ich nur. Okay, ja, kann sie. Habe ich das jetzt schon vergeigt mit den... Mit den Sturmtrupplern hier, die Sache? 5 Sturmtruppler besiegen mit Thermaldetonatoren. Ich hoffe nicht. So, dann komm mal rüber, Tree. Ich brauche dich am Level am liebsten. Am meisten brauche ich dich hier. Och, kuschelnd. Wie süß. So, Spaß beiseite. Da ist der 5. Funkloch erhalten. Haben wir geschafft. Ich bräuchte noch ein paar Sturmtruppler. Habt ihr Sturmtruppler für mich, Leute? Ich würde gerne ein paar nehmen. Ich hätte gerne ein Pack. Sturmtruppler für 2,50. So. Naja, dann eben halt nicht. Dann eben nicht. Ach, da brauchst du Leia für, du. Und du hast keinen Blaster. Ist klar. Leia und Han Solo können das. Bestes Team hier. Für diese Mission. Okay. Chewie, dein Thermaldetonator. Ah, ich bin heute auch wahnsinnig inkompetent hier. Das hier. Die Y-Taste ist es. Bam. Das sind doch Sturmtruppler. Das waren nur 3, aber... Okay. Das ist einer. Hu, ha, hu, ha. Ich muss die mit den Thermaldetonatoren besiegen. Was geht? Lass mich machen. Hey, Sturmtruppler, hey. Gibt's doch nicht. Das haben wir versaubeutelt. Wir hätten diesen Sturmtruppler hier, diesen schweren Sturmtruppler, mit seiner Kanone einfach mal abschalten müssen. Das ist... Mensch. Der hat uns die Mission versaut. Jetzt haben wir hier Anakin. Statt dem Sturmtruppler. Wahre Jedi freigeschaltet. So. Alle Schatzgegenstände müssen wir noch finden. Ich mag die Sturmtruppler nicht wirklich. Wie ihr seht, hat der eine mir gerade die Mission versaut. Das gefällt mir nicht so sehr. So. Sind natürlich nützlich für solche Sachen, aber... Ja. Nervt halt, wenn dann dir so ein... Nicht... steuerbaren Charakter da reinschießt, reinballert und alles kaputt macht, was du angefangen hast. So. Hops, dann mach dich mal nützlich, Sturmtruppler. So, hier das mal kaputt machen und auf einer anderen Stelle wieder aufbauen. So läuft das hier in Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Und hops. Denn da haben wir es. So hätten wir das erste Level halbwegs abgeschlossen. Eine Mission wurde uns versaut. Mal schauen, was wir hier gekriegt haben. Da haben wir 2 von 5. 3 von 5. Ein Charakter. Das war's. Minikit fehlt. 2 Minikits fehlen. Ein Charakter fehlt. 3 von 5. Oh, Mensch. Es geht doch gar nicht. Ich finde die Sachen auch ja nicht. Die Schatzgegenstände hätte ich finden müssen und... Ich bin unzufrieden. Ich bin wahnsinnig unzufrieden. Ja, wir müssten eigentlich das Level nochmal machen, um da noch ein paar goldene Steine und ein bisschen Minikits rauszuschlagen, aber...
Wisst ihr, was ich meine? Ich will das Level euch auch nicht fünfmal antun. Das müsst ihr dann auch nicht. Also, versteht ihr, was ich meine? Ist das Level irgendwann mal auch nicht mehr ganz so lustig? Gehen wir mal in das nächste Level. Na denn, ja, mir gefällt das aber auch nicht, dass ich so ein Level nicht abschließen kann. Das ist dann, ja, 100% ist in diesem Spiel sehr schlecht für mich. Sehr schlecht, sehr schlechte Idee war das gewesen. Das hätte ich nicht machen sollen. Aber egal, nun haben wir es gemacht. Jetzt müssen wir zumindest mal noch einmal die Levels durchspielen und dann schauen wir mal, was passiert denn hier. Die Starkiller Base, die können wir jetzt noch beenden. Oder noch das Level mit Luke Skywalker und dann. Ja, dann gucken wir noch, was diese Bonus-Level, die hätte ich gerne noch gemacht, wenn ich genug goldene Steine für habe. Captain Phasma. Und wer ist ja der gemeine Verräter? Zack, zack, zack. Oha. Ein mächtiges Schutzschild. Ach so, dafür brauche ich meine lieben Thermaldetonatoren. Und da habe ich einen geschleudert. Ich habe es nicht gesehen. Habt ihr gesehen, wie ich das geschleudert habe? Ich habe es nicht gemerkt. Und war ein bisschen beschränkt dafür. So, Attacke. Bats, bats. So, wir brauchen uns gar nicht so zu ducken. Na. Ach, diese Viecher müssen wir auch noch ausschalten. Eins von dreien haben wir. So, werf mal den. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Und mal ein Thermaldetonator. Zack, 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 sich ausschalten. Haben wir es geschafft? Wir sollen diese Mausroboter ausschalten. Beseitigt den Widerstand. Oha, 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 das ist nicht so gut. Das ist nicht lustig. Uah. Ah, da ist einer von diesen Mausviechern. Ausschalten, 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 ausschalten. Zwei von drei. Ja, drei müssen wir ausschalten. Die Sturmtruppler hier nicht vergessen. Da ist noch einer, da ist diese. Da, dich will ich. Roboter. Drei von drei, Mäusejagd. Oha, oha. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Stirb Kartoffel, so. Schnell hier weg. So, wie können wir dich dort oben ausschalten? Huha. Wie machen wir das am dümmsten jetzt hier? Ah, da hat er Zielscheiben. Wer macht denn bitte Zielscheiben an seine Kampfgeräte? Wer baut denn da bitte Zielscheiben ein? Dich kaputt machen. Oha, Verfolgungsraketen. Oha. Oha. Ach so, bin ich fast reingelaufen. Reingerannt. Na komm schon. Hilfe, Hilfe. Steck fest. So, gerade noch entkommen. Nein, nein, nein. Böse. Böse Phasma. Na nein, Entdeckung ist hier fast unmöglich. So, hier mal drauf schießen, da drauf schießen. Zack, haben wir's. Da hat's kurz mal gebackt. Wollte gerade sagen, ich glaub's nicht. Spiel schon wieder. Wahre Jedi. Das sieht doch gut aus für die Vollendung dieses Levels. Zack. Thermaldetonatoren sind heute in diesem Part. Das wäre leicht.
Nein, falsch. Was haben wir freigeschaltet? Hoffentlich etwas mehr als im letzten Level. War Jedi 3 von 5, 4 von 5 und 5 von 5. Nein, nicht 5 von 5. Schade. Oh, die Minikits habe ich auch verfehlt. Schade, wo waren denn die? Ach, kacke, ich übersehe diese Dinger mal. Ich bin irgendwie ein bisschen... Ich bin nicht der richtige Kerl für ein 100% Let's Play. Vor allem bei Lego nicht. Wird Zeit, dass wir es beenden. Nehmt's mir bitte nicht allzu übel, dass ich hier verkacke im 100% Modus. Rote Staffel, blaue Staffel, bereit machen. Raus aus. Oha. Wir dürfen hier ein bisschen wählen in Sachen Flugzeug. Oha, wenn man was verfehlt. Wieder so ein Fluglevel. Da kann ich mich dran erinnern. Da gab es mal so ein Fluglevel, das haben wir komplett versaut. Ein von fünf Raketen haben wir geschafft. Das war eine Nebenquest, die wir machen mussten. Aber auch eine Quest ist hier alle Türme hier auszuschalten, an denen wir hier die ganze Zeit vorbeifliegen. Diese dort, die dort, müssen wir ausschalten. Innerhalb von 2 Minuten und zwar da. Ach Mensch. Oha. Das war gefährlich für uns, da sind wir. Und da die T-Jäger hier. Oder welche? Die dort. Okay, jetzt haben wir das wahre Jedi schon geschafft. Ich habe ja auch die 2 Master chaotisch hier, muss ich sagen. So, innerhalb von 2 Minuten müssen wir hier alle Sachen abschießen. Okay, weißt du, das was wird hier? So, hier mal die T-Jäger ausschalten, damit wir Torpedos bekommen. So, die schalten wir mal aus. Umkehren, okay. Also ein Umkehren. Von mir aus. Und dann mal wieder ein Torpedo. 4 von 6 haben wir ausgeschaltet, okay. Das heißt, es sind hier noch irgendwo 2er. Zack. Passiert nichts. Nichts passiert, Commander. Gerät hier die Sachen an. 2 von 5 Raketen abgewehrt. 3 von 5 Raketen abgewehrt. Schön, schön. Das müssen wir nämlich auch noch hinkriegen. So, dich. Dich wollen wir ausschalten. Dich wollen wir ausschalten. Ach Mensch, wieso geht das nicht? Sieht übel aus für die 2 Minuten. Ja. So, 5 von 6. Ich hole mir noch ein Torpedo. So, was noch? Dich ausschalten. 6 von 6. Okay, das ist gut. Raketen abgefangen. Zumindest das haben wir. Naja, sehr unzufrieden heute. Ich bin sehr unzufrieden. Fast nichts. Ich habe einfach nur in die Leere geschossen hier. Wahre Jedi haben wir. Okay, das habe ich mitgekriegt. So. 2 von 5, 3 von 5. 3 von 6 Charakteren, 4 von 6 Charakteren. Das war's. Ganz enttäuschend heute dieser Part. Ganz enttäuschend, finde ich's. Ja, das macht mich so jetzt ein bisschen traurig, wenn ich es so sagen soll. Aber ich würde sagen, noch 2-3 Level, dann haben wir hier die Story abgeschlossen. 2. Mal im freien Spielmodus, dann haben wir hier ein bisschen was gerüttelt. Haben wir noch versucht, ein paar goldene Steine freizuschalten. Naja. Und dann noch so 1-2 Levels von den Bonus-Zeugs dort. Dann haben wir es abgeschlossen. Also so lange dürfte dieses Projekt auch nicht mehr dauern. Also haben wir es bald abgeschlossen. Zwar kein zufriedenstellendes Ende für diese Projektreihe, aber es geht. Es geht.
So, was haben wir hier? Hier haben wir... Das würden wir noch machen und das wollen wir noch machen als Bonus-Level. Haben wir das schon abgeschlossen hier? Abgeschlossen. Oh, da fehlen uns noch ein paar goldene Steinchen. Ich weiß nicht, ob ich das so hinkriege hier. Noch die 150 oder die 125 hier zusammenzukriegen. 107 haben wir schon. Mal gucken, was wir rütteln können in den nächsten Parts. Wird knapp. Und wenn wir natürlich die goldenen Steine nicht haben, können wir die Level hier nicht freischalten. Das wäre natürlich schade. Hier nochmal den Carbonitstein freischalten, den wir vor etlichen Parts geholt haben. Vielleicht ist da wenigstens was drin, was den Parts noch retten kann. Na, Part Marmidala, naja, das ist ja zumindest nichts. Naja, denn ich würde mal sagen, ich beende diesen Part hier an dieser Stelle, bevor es noch schlimmer wird. Ein ganz enttäuschter Zwergi sagt, gehabt euch wohl, gebt diesem Video einen Däumchen nach oben, soll es euch aus irgendeinem Grund auch irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und ja nicht das nächste Video verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag und ja, haut halt drinne. Noch ein paar Parts müssen wir überstehen, dann ist das Ding abgefertigt. Bis dann, ciao.